Hallo und willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Beer Pro mit dem Dumbo. Wir haben eine Gesamtbewertung von 66 und sollen heute im Nordderby ran gegen Wolfsburg, was wir ja in der Real-Life-Liga mit 2:1 leider verloren haben. Sollen wir hier vielleicht heute wieder gut machen? Wir werden es sehen. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir bei Bremen geblieben sind und diese Leihe dann ja irgendwie verpasst haben oder wie auch immer. Ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie ist das alles ein bisschen mysteriös. Jetzt sind wir hier und spielen mal nicht und was auch immer. Luis Gustavo, 2. Minute, gelbe Karte. Wir sind in der 20. Minute. Hat sich nicht sehr viel getan bisher. Gleich geht es sicher Schlag auf Schlag. 35 Minuten. Oh, rote Karte für Clemens Fritz. Und Olic trifft zum 1:0. Eieiei. Zwei Wechsel auf jeder Seite ein. Virinha zum 2:0. Macchiardi kriegt noch eine gelbe. Das ist ja ein kartenreiches Spiel. Ach du meine Güte. Kann Bremen zumindest noch den Anschlusstreffer erzielen? Nein, es bleibt beim 2:0 für Wolfsburg. Ja, es ist natürlich bitter. Schade. Das ist echt ein bisschen gemein. Clemens Fritz wurde gesperrt. Tja, das ist natürlich schlecht, Kollege. Aber da spiele ich nicht, wo du spielst. Ja, schade, schade, schade. VfL Wolfsburg weiter auf Siegestraße. Okay, da haben wir ihm natürlich auch ein bisschen geholfen. Gegen den SC Freiburg. Das ist ja auch die Begegnung des nächsten Spieltages. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge hier rauskommt, aber könnte ungefähr hinhauen. SC Freiburg und irgendwie ist das Logo ein bisschen komisch, oder? Sieht das normal so aus? Das sieht doch anders aus, oder? Ich weiß es nicht genau, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, es sieht anders aus. So, und wir machen dann unser Spiel, denn wir sind aufgestellt, jawohl, in der Startaufstellung. Einige von euch haben gesagt, sie kommen mit der Torkamera gar nicht zurecht. Ja, es ist natürlich, was soll ich sagen, also ich finde es nicht schlecht, es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, gebe ich euch recht, aber man kann es schaffen. Oh, das war der falsche Knopf. Man kann es auf jeden Fall schaffen. Und es ist halt auch, ja, so ein bisschen actionreicher, finde ich. Ja, ein bisschen nach Zeit, glaube ich, ne? Ja. Das war's, 4000. Und der letzte. Da haben wir Bronze-Level geschafft. Ist ein bisschen einfacher als bei 14, da gab es ein paar mehr Tore. Und da konnte man mit Steuerkreuz es auch nicht schaffen. Tambo, dude, ja, richtig schlecht. Und halt auf Platz 1. Weil er schneller gemacht hat. Okay, das versuchen wir jetzt mal schnell. 1. Natürlich auch schneller hin. Oh, verdammt. Mist. Komm, weiter, 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 weiter. Keine Zeit, wir haben noch keine Zeit. Und der letzte. Rollball, roll! 5000. Jetzt will ich ja den Urteil überholen hier, ne? Boah, was? 8000. Wie macht denn der das? Komm schon. Das dauert aber auch so unendlich lange hier, ey. Dass der Ball da hinten erstmal drin ist. So, 5000. 8449. Und... Oh, nein! Verdammt! Ja, komm, ist egal. War schon am Überlegen, es nochmal zu machen, aber dann sitzen wir hier ja ewig. Im Waldstadion, also zu Hause der SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Wir mit unserem Pro wollen hier natürlich wieder ein bisschen für Furore sorgen. Mike Franz sitzt auf der Bank. Leiter der Partie, Jascha zur Heide. Aus Deutschland. Selbstverständlich. Die Schuhe mag ich eigentlich nicht so. So, und los geht's. Anstoß.
Ja, ich dachte, man kann es ja mal versuchen. Schon gesehen. Ah, aber wir kriegen den Einwurf. Leg du die nur lang. So. Ja, schade, da wollte ich die mal mitnehmen. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Der war eingespeichert, da konnte ich leider nichts machen. So, dann schauen wir mal, was wir hier mit unserem Pro hinkriegen. Cool, auch da oben weht noch einer mit der Fahne. Schön zurückerobert. Hat ein bisschen rumgespielt, sehr gut. Boah, schade. Ein schönes Ding in die Mitte gebracht. Super VIP. Ja, Junge, das ist unnötig. Da lassen wir uns ein bisschen zu einfach vermaschen. Oi. Das war ein bisschen zu einfach. Schön gesehen, dass er da läuft, aber den kriegt er nicht mehr. Und ist kein Einwurf. Bin ich schon in Konterstimmung gewesen. Ich nehme unseren Mann mal mit. Aber der wird zurückerobert. Ganz stark, super. Schön gesehen, klasse Zusammenspiel. Super, Dambo, klasse gemacht! Schön zurückerobert, die Pille. Super. Beifall ist wieder gut gemacht. Wir haben eine 5,8. Das muss besser gehen. Schön. Da standen wir gut, haben den Ball nicht richtig unter Kontrolle gekriegt und mussten dann einfach mal draufhalten, laufen aber gegen den eigenen Mann. Er war ein bisschen zu optimistisch, schade, aber das war eine erste gute Chance nach 21 gespielten Minuten. Das lässt sich sehen und ich glaube, die Freiburger hatten noch gar keine richtige zwingende Chance zu verzeichnen. Also, da geht was. Schön abgefangen, aber leider, ja doch. Super, rechtzeitig gespielt. Oh nein! Habe ich den Ball nochmal gefordert? Ecke? Nee, hat doch gerade durch. Braniak kommt zum Torschuss. Eieiei. Mal gucken, dass hier ein bisschen was geht noch. Für die erste Halbzeit nicht so ganz ergebnislos abgeben. Ah, da habe ich spekuliert. Schade. Oh, doch für Freiburg. Shit. Super gekämpft, Jungs. Das Abwehrproblem der Bremer ist nach wie vor vorhanden. Es fehlt der eine entscheidende Spieler. Das entscheidende Individuum in der Mannschaft. Oh nein. Verdammt.
hätte man mehr draus machen können. Das war Müll. Schönes Ding! Schade! Plus ein Stern der Spezialbewegung. Ein bisschen aus dem Lauf, er kriegt da natürlich nicht mehr genug Druck drauf. Redet er sich auch auf der Dambo. Schade, schade. Also zwei Chancen sind da gewesen und dann in diesen Situationen, finde ich, ist die Kameraperspektive Weltklasse. Wenn sie dann einfach so, ja, so, sich so mitbewegt und hinterm Rücken und das ist schon cool. Es gibt echt Action. Wenn du den dann noch reinmachst, dann ist natürlich Weltklasse. So wie im Spiel gegen Schalke. Das war natürlich ein richtig starker Move und ein richtig schönes Tor. Oh, vorsichtig. Nicht mehr den Freistoß, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine gelbe nachträglich gibt. War ein böses Foul. Aber nee. Oh, schade. Super. Nein, Junge. Wir haben die Fans auf unserer Seite noch. Tönen ihre Stimmen. Schön. Aber kann ich nicht behaupten. Da hätte ich ja auch einfach mal mitmachen müssen. Das war ein bisschen zu steil. Kriege ich ja natürlich nicht, aber es gibt zumindest einen Wurf. 45 Minuten sind gespielt. 2 Minuten werden draufgelegt. Ja, ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall gibt es ja die Halbzeitpause, steht immer noch 0-0. Wir hatten zwei, ja, relativ nette Chancen dabei gehabt. Aber wir müssen uns natürlich jetzt darauf konzentrieren, dass wir hier mal wieder 3 Punkte einfahren. Denn ich glaube, wir stehen nicht so ganz weit oben in der Tabelle. Also wäre das mal ganz wichtig, mal wieder ein Dreier einzuheimsen. Bringt eine Flanke oder auch nicht. Oh, schade! Es wäre kein Abseits gewesen. Das wäre ein schöner Spielzug gewesen. Schade, schade, schade. Ganz, ganz schade und bitter. Nein, den kriege ich ja nicht kontrolliert. Das war auch abseits, ja. Schiefer, abseits. Da gibt es den Doppelwechsel. Macchiardi und Elia. Oh Mann. Ja, Hajrović kommt, Elia muss vom Platz. Und Bargfrede kommt. Dafür geht Macchiardi. So, jetzt aber mal ein Konterfahren hier, Jungs. Schön. Schlechter Pass, richtig schlechter Pass. Sowas muss man sehen eigentlich, oder? So, zieh du mal in die Mitte, genau. Ecke. Gib dir die Bro-Faust.
Pogba. Ah, einfach mal draufgehalten. Hätte ich vielleicht mal einen Finesse-Shot ausprobieren können. Ja, super. Super dicht gemacht. Hatte er keine Anspielstation. Das ist doch schlecht, Junge. Was ist denn da? Oh nein! Es sind immer schöne Spielzüge dabei, aber die sind dann halt einfach nicht fertig gedacht. Verdammt! So, komm, abfangen die Pille da jetzt. Abfangen, super. Hey, Schiri! Klare Torchance vereitelt. Wir müssen wieder ein bisschen sparsamer mit unserer Conny sein. Aber es kommen einfach auch nicht die entscheidenden Pässe. Wir sind ja als Mittelfeldspieler, ja, wir sind sehr offensiv, wir sind sehr drückend, aber das muss so sein. Uns geht hier nichts. 75 Minuten sind gespielt und wir wollen noch was erreichen. Junge, zieh doch mal! Ich muss doch die Außenbahn besetzen da. Komm schon, Jungs. Sieht doch wieder nach so einem öden 0-0 aus. Unser Pro ist ein bisschen schlapp auch schon wieder. Trainer hat sich auch schon wieder den letzten Wechsel aufgespart hier. So, vielleicht jetzt nochmal. Nee, er läuft sich da schon wieder fest. Da sind dann 5 Freiburger, die da abdecken. Da läufst du einfach in den Gegner. So geht's nicht. Wie wär's denn mal mit einer Flanke, Kollege? Ja, genau, gritsch ihn doch einfach mal von hinten um. Oh, wie schlecht. Super. Und jetzt mach was. Ey! So. Zurückerobert hier die Pille. Ah, das war klar. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich wird es da gleich den Wechsel geben. Schade. 85. Minute. Er geht vom Platz jetzt, oder? Ja, da gibt es den Wechsel. Dabo raus und Galvez kommt rein. Ein defensiver Mann, der uns hier nochmal ersetzen soll. Schade. Und es wird die Frage gestellt. Und ihr habt gesagt, ich soll es nicht machen, weil das würde natürlich so sein wie Karrieremodus. Deswegen restliche Spielzeit simulieren. Jawohl. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Dass wir wie gespielt haben, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Mein Pro Posteingang, okay. Erzwungene Auszeit. Uns liegt der Bericht der medizinischen Abteilung über deine Verletzung vor. Ah, nein. Dauer 3 Wochen. Kniesehnenzerrung. Na super. Ich möchte dir mitteilen, dass ich wegen deines verletzungsbedingten Auszeits deine Ligaerwartung aktualisiert habe. Ich hoffe, dass du wieder auf dem gewohnten hohen Level spielen wirst, wenn du wieder richtig fit bist. Ja, okay. Das ist natürlich sehr nett von dir, lieber Trainer.
So. So, und wir wollen aber trotzdem mal sehen, wo wir jetzt eigentlich stehen. Wir haben, glaube ich, jetzt 0-0 gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wir haben 0-0 tatsächlich dann am Ende gespielt. Und wir sind momentan auf Platz 12. Auf Platz 12 mit ganzen 7 Punkten. 7 Punkte. Und Wolfsburg zieht da richtig davon. Kommt ja nicht mal Bayern hinterher mit 12 Punkten. 21 Punkte haben die schon. Sogar der HSV ist vor uns. Eieiei. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal schnell den Kalender vor und wir sollen als nächstes gegen Bayern spielen. Na, das wird dann ja ganz stark. Aber wir haben eine Gesamtbewertung von 67 bekommen. Balltechnik und mental sind wir besser geworden. Nicht schlecht. Es läuft. Mein Pro hat auch noch hier Nationalmannschaft abgestellte Spieler, aber da sind wir ja natürlich nicht dabei. Nur Selassie, Obraniak, Prödel und Junuzovic. Das heißt, die sind dann auch noch nicht fit. Super, klasse. Na gut, du wirst in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt, ist ja klar, weil wir 3 Wochen erstmal Pause haben. Obwohl, das kann ich dann auch einfach nochmal... Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Macht's gut, tschüss!